Hallo und herzlich willkommen zu einem Unboxing auf dem Kanal. Heute mit Maximum Gold. Ich freue mich schon sehr. Es ist ein super Set, aber dazu gleich mehr. Zuerst möchte ich mich bei Salu Online bedanken, der auch dieses Produkt hier zur Verfügung gestellt hat. Ist ein cooler Shop. Schaut gerne vorbei, wenn ihr auch das Produkt kaufen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir aber direkt ins Unboxing. Weil dieses Set ist wirklich super. Es gibt richtig viele gute Karten. Unter anderem ist in diesem Set unendliche Unbeständigkeit dabei, also Infinite Impermanence, mit einer der besten Handfallen überhaupt oder auch generell einer der besten Fallenkarten. Endlich der Goldene Lord, auch immer noch eine super Karte, war eine bis zu 100 € Karte, ist jetzt runter auf 12 €, 13 €. Dann haben wir zum Beispiel noch Apollosa, Bogen der Göttin, auch eine super Staple-Karte fürs Extra-Deck, kann man in vielen Decks spielen. Harpien, Flederwich, die ganzen Geistermädchen, Handfallen, also zum Beispiel Ashblossom, also Aschblüte, Geisteroger. Also wenn ihr euch ein bisschen über das Set schlau macht, dann gibt es eigentlich keinen Grund, dieses Set nicht zu kaufen. In dem Set ist wirklich für jeden was dabei. Andere Handfallen wie Kauz und Schlossvogel sind dabei. Fantastischer Drache Phantasmay, Nibiru ist dabei, eine der allerbesten Handfallen, die man in fast jedem Deck spielen kann. Totally Awesome ist dabei, auch ein Reprint von einer 15 € Karte. Solemn Judgment ist dabei und was auch für Collector bestimmt ganz interessant ist, ist der Weiße Drache, der Dunkle Magier und Rotäugiger Schwarzer Drache sind in dem Set. Und die Qualität der Karten ist hier auf jeden Fall auf dem europäischen Markt ganz gut. In Amerika gibt es wohl einige Fehlprints, aber bis jetzt habe ich hier eigentlich nur gute Prints gesehen. Und ja, dann hoffen wir mal natürlich, dass wir hier was Tolles ziehen. Aber ich kann dieses Set wirklich nur jedem empfehlen. Es ist ein super Set und ja, hoffentlich können wir was Gescheites ziehen. So, dann geht's mal los. Lass das Siegel aufmachen. So. Dann haben wir so einen schönen... So eine Plastikverpackung ist natürlich nicht so super, aber die Karten müssen natürlich auch geschützt werden. So, und hier haben wir so 4 Packs. Ich gucke, dass es nicht zu sehr spiegelt. Und ja, pro Pack 7 Karten. 2 von der neuen, es sind 2 neue Rarities drin. Zweimal diese Premium Gold Rare, das ist wie Ultimate, nur mit eben goldener Umrandung. Und Gold Rare Karten, das sind wie Rare Karten, hier sieht man es. Nur haben sie eine goldene Schrift. Finde ich persönlich auch super schön. Und es sind so viele gute Reprints in dem Set. Also fangen wir an. Die Monarchen brechen hervor. Buster Klingenkämpfer, der Zerstörungsschwertkämpfer. Ja, hier bei den ist ein bisschen die Farbe verlaufen, aber das ist nicht weiter schlimm. Trickster Reinkarnation Elke. Reinkarnation Nelke. So, ja. Das ist auch eine ziemlich gute Karte für Trickster. Die Karte habe ich mir tatsächlich noch vor einigen Wochen für 4 € in Common besorgt. Na ja, super. Dann haben wir Vorbereitung der Riten. Auch eine wirklich gute Ritualkarte. Feierliches Urteil. Perfekt. Ich habe es vorhin noch gesagt. habe ich tatsächlich auch noch gebraucht. Also super. Werde ich auch gleich eintüten. Und eine Polymerisation im alten Artwork. Also ich finde Ultimate ist sowieso die schönste Seltenheit. Und dieses... Gold Ultimate, also ich verstehe nicht, wie man das nicht mögen kann. Ich finde das so super. Natürlich werden wir jetzt die Karten auch direkt einhüllen. Denn wir wollen ja nicht, dass die zerkratzen. Und wer weiß, vielleicht steigen die noch im Urteil. Auch feierliches Urteil ist momentan, ich glaube, bei 1,50 €. Und wer weiß, vielleicht steigt sie ja noch. Ist eine wirklich ausgesprochen gute Karte dafür, dass sie schon uralt ist. Aber gut. Hier haben wir Mitfahrgelegenheit, Finsterlord Nasten. Die Finsterlord-Karten waren auch sehr teuer. Finde ich auch cool, dass sie jetzt einen Reprint bekommen haben. Landform, auch eine super Karte, kann man immer gebrauchen. Linkuribo, auch genial. Richtig guter Reprint von 5 € Karte. Gogogo Gigas, ja, mit der kann ich jetzt nicht allzu viel anfangen, aber wird garantiert auch ihren Zweck erfüllen. Dann haben wir eine super Polymerisation, perfekt, das komplettiert mein Playset. Und ein Sternstaub-Angriffskrieger, der auch endlich mal einen Reprint bekommen hat. Ist auch inzwischen eine 5 € Karte gewesen.
klar. Dann hoffentlich bekommen wir noch einen richtig guten Hit. So eine unendliche Unbeständigkeit wäre super. Aber mal abwarten. Hier haben wir einen Maggi Dolce Pfannkuchen. Es war auch eine über 10-Euro-Karte. Richtig gut, dass die einen Reprint bekommen hat. Im OTS-Pack 14 hat auch der, mir fällt gerade der Name nicht ein, andere Maggi Dolce, dieser Keksritter, hat noch einen Reprint bekommen. Oder dieser Postbote hat einen Reprint bekommen. Das Deck ist auch tatsächlich sehr stark. Es unterschätzen viele Leute, aber hat ein bisschen eigenartigen Playstyle. Deswegen ist es nicht mein Favorite, aber ein cooles Deck. Als nächstes haben wir einen edlen Ritter Pelennor. Dann haben wir einen Geschwindigkeitsroid Take Tomborg. Auch eine coole Karte für Winddecks. Ein Schrottrecycler, der hat auch endlich mal einen Reprint bekommen. Eine Barrierenstatue des Infernos. Ein Phantom Knight, also ein Phantomritter der rostigen Bardiche. Sieht auch super aus, auch hier im Licht. Also ich finde die Qualität der Karten ist wirklich gut. Oh, und eine Beatrice, man kann es kaum lesen, den Namen. Das ist wirklich sehr dunkle Schrift. Eine Beatrice, die ewige Dame, oh Gott, das ist ja fast unlesbar. Hat aber auch endlich einen Reprint bekommen. Und die Karte hatte bis jetzt, ist jetzt der zweite Print der Karte und der erste war tatsächlich auch in einer Gold Series. Also ganz interessant eigentlich. Auch direkt eintüten. Dann hoffen wir mal, dass das letzte Pack auch so gut ist. Haben wir einen Reisebus in die verbotenen Reiche. Das ist auch cool, weil hier viele verbotene Karten drauf sind. Generell diese Geschichte von Sangan, sag ich mal, auf den verschiedenen Karten, wie Fehler oder so, ist auch eine Karte. Ist eigentlich ganz lustig, dass die Lore so ein bisschen von Yu-Gi-Oh! Erklärt wird. Dann haben wir einen Bruderschaft der Feuerfaust Coyote. Auch wirklich ein cooles Deck. Die Karte ist, glaube ich, auch ein paar Euro wert gewesen. Feuerformation Gyokyo. Tachyon Transmigration. Stiller Angler, der war auch recht teuer. Ein Küchendrachenmädchen. Die Drachenmädchen haben ja auch einen Reprint bekommen und die sind auch so unglaublich teuer geworden. Deswegen jeder, der das Deck spielen wollte, hat jetzt eigentlich die Chance, das relativ preiswert zu tun. Und ein ewig infernales Trugbild. Die Karte war teilweise über 20 Euro wert, weil sie auch nur einen Print hatte. Und ja, da tut mir natürlich jeder leid, der sich die Karte jetzt für 20 Euro vor nicht allzu langer Zeit noch gekauft hat. Denn die ist jetzt nur ein paar Cent wert, aber ja, alles in allem finde ich das Set Maximum Gold unglaublich gut. Zu der Frage, ob sich das lohnt, auf jeden Fall. Ich finde, dieses Set ist eins, das, da kann man sicher sich noch Packs kaufen und die liegen lassen. Man kann die aufmachen. Es sind noch so viele gute Value-Karten drin, so viel spielstarke Karten. Also, wenn man Geld für ein Produkt ausgeben möchte, kann ich das Produkt eigentlich nur empfehlen. Wie zum Beispiel Feierliches Urteil kann man in fast jedem Deck spielen. Super Polymerisation ist wirklich für viele Decks unglaublich gut. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Also kurz und knapp, das ist ein super Produkt. Macht auch richtig Spaß, es zu öffnen. Ich finde die Seltenheit gut. Wer Ultimate-Karten mag, wird hiervon nicht enttäuscht sein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hoffentlich habt ihr auch Glück beim Aufmachen. In meinem ersten Unboxing habe ich zum Beispiel Unendliche Unbeständigkeit gezogen. Und hatte allein dadurch schon das Pack wieder raus. Aber gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Öffnen von Yu-Gi-Oh! Packs.